Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, obwohl ihr jetzt gar kein Clash of Clans seht. Aber die, die mich aus den Livestreams kennen, wissen, dass ich eigentlich auch ganz gerne mal was anderes spiele. Und ich habe jetzt mal wieder mein Notebook hier mit reingenommen in die Aufnahme. Es gibt so ein paar kleine Hürden für mich und für euch zu nehmen. Aber mal sehen, ob wir das nicht doch irgendwo hinbekommen. Und ich kann meine Figur hier drehen. Ich weiß gar nicht, in Lost Ark war ich eigentlich schon mal. Mich wundert es, dass ich hier einen neuen Charakter erstellen muss. Aber letztendlich wollte ich mal wieder abtesten, ob ich nicht auch mal ein bisschen was anderes mit euch spielen kann. Marbles in Stream oder eine Pummelparty oder was auch immer. Und deswegen habe ich das ganze Thema heute mal wieder ein bisschen für mich und für euch aufgegriffen. Aber wir werden natürlich ein bisschen clashen. Klein, aber mein. Ich habe gerade einen kleinen Hixer. Klein, aber mein. Dann mache ich das mal weg hier. Und warte. Das ist auch mal so ein, Satz von mir, ne? Warte. Ich warte, Toto. Okay. Wir sind hier nicht auf dem Dorf, was klein, aber mein ist. Dafür muss ich ganz, ganz tief runtergehen auf den Zoidberg. Denn das ist ja mein kleinstes letztes Dorf. Und ich bin jetzt echt gespannt. Okay, also ich habe jetzt diesen Account hier einige Tage nicht eingeloggt. Und die Zeitzählung beginnt mit dem neuen Rathaus erst dann, wenn man reingeht in den Account. Also ich bin jetzt heute das erste Mal wieder in den Account drin. Habe 3 Tage Powerboost, Ressourceboost und Sternbonus. Und wir haben das Rathaus abgegradet auf Rathaus Level, ich glaube es ist 6, ne? Es ist schon 6. Ja. Wir haben das abgegradet. Und was natürlich sehr, sehr cool ist. Gar keine Frage. Wir holen mal eben so ein paar Sachen ab hier. Ihr seht die Flut von Weihnachtsbäumen bei mir. Auf dem Account hier. Naja, es geht so. Es sind immerhin 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück zähle ich hier. Okay. Aber der hat ja auch reichlich Platz noch. Noch hat er reichlich Platz. Nur wird der Platz immer weniger, also mit Rathausstufensteigung kommen meistens ein paar Mauern dazu. Und ihr seht, der ein oder andere Baum ist ja auch hier ein bisschen komisch gewachsen bei mir. Muss erstmal die Sachen abholen, aber ich spiele die Accounts auch. Und klein aber mein oder klein und klein aber fein, ich finde es okay. Dass es nach wie vor dieses Clash hier auch für mich gibt. Und bin euch ja noch ein Video schuldig, wie wir diese Accounts ja eigentlich schützen können. Vor Missbrauch, vor Phishing etc. Das könnte ich eigentlich an diesem Account hier super, super machen. Denn der ist erstmal nur verbunden mit der Supercell-ID. Das habe ich gleich am Anfang gemacht. Ihr wisst, da braucht ihr nur eine E-Mail-Adresse angeben. Da geht ein Code hin. Den müsst ihr eingeben und dann seid ihr mit der Supercell-ID hier verbunden. Und nicht mehr nur mit dem E-Mail-Account. Ich glaube, nur mit dem E-Mail-Account, das gibt es auch gar nicht mehr. Ich glaube, nur mit dem E-Mail-Account, das gibt es auch gar nicht mehr. Es gibt nur noch die Supercell-ID. Früher gab es den E-Mail-Account, den haben die dann rausgenommen für die Supercell-ID. Und ich weiß natürlich weiß der Toto, wo er das findet. Wahrscheinlich hier ganz oben, weil es abgeschlossen ist. Warte mal. Weil es abgeschlossen ist, ja. Keep your account safe. Früher war es, wie gesagt, die E-Mail. Heute ist es only die Supercell-ID. Und ich bin euch, wie gesagt, noch ein bisschen schuldig, wie man diesen Account hier jetzt natürlich noch ein bisschen genauer schützen kann. Also mit den Wiederherstellungscodes und auch mit der Wiederherstellungs-SMS finde ich wirklich sehr, sehr krass und sehr, sehr cool, dass sowas gibt. Und auch im Zweifelsfall, wenn euch trotzdem der Account in irgendeiner Weise verloren geht, könnt ihr ihn dann retten. Ja, das ist das Coole daran. Also es gibt noch mehrere Wege dann, um hier einen Account wiederzubekommen. Oder du kannst dich nicht mehr daran erinnern. Setzt ein neues Device auf, weiß das Kennwort nicht mehr. Da musst du sowieso mehrere Hürden springen. Und deswegen ist das, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz gute Sache. Ich übe mich da ja auch immer so ein bisschen drin. Ich würde gerne die Geschenke abräumen. Die werden mir doch ein bisschen viel. Den nehmen wir mal mit. Und
Ich habe mal auf dem Notebook gerade das Game getrennt. Okay, aber scheint ganz gut zu klappen. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Ob ich mit euch auch ein paar andere Games mal machen kann. Wenn ihr das gerne sehen würdet in den Livestreams, dann bin ich der Letzte, der Nein sagt. Nee, ich will nichts anderes spielen als Clash of Clans. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Und wir können hier noch so unendlich viel machen. Aber ich habe ja auch schon so ein bisschen was gemacht. Auf dem kleinen Account hier. Was macht man eigentlich als erstes auf dem Account? Das ist immer eine gute Frage. Es gibt hier zwei Sachen im Shop. Es gibt einmal viele, viele Ressourcen, Defenses und Traps. Ich würde sagen, wir fangen mit den Defenses heute mal an, nämlich mit den Mauern. Wir fangen mal mit den Mauern an. Die mache ich hier ja bei diesen Accounts hier immer so ein bisschen hier so rundherum. Mal sehen, was wir hier zukriegen. Ich glaube, 25 Mauern sind es. Und da müssen wir uns natürlich irgendwann auch mal eine richtige Base basteln. Sonst passt das auch nicht. Verschieben wir die eben mal so ein bisschen so, dass wir die immer noch so ein bisschen leveln können. Ich habe die auch gerne so ein bisschen so halb-halb, ne? So halb-halb, also dass ich sie getrennt habe, wie hier in der Mitte. Dann kann man die einfach ein bisschen besser leveln, wenn man nicht ganz so viel Gold oder Elixier hat. Denn die Sachen hier lassen sich ja schon mittlerweile mit Elixier abbilden. Also auch eine Stufe vorher sogar schon. Und aber ich finde es immer sehr, sehr wichtig, dass... okay, wir können die Traps noch rausholen. Ja, wir können die Traps noch rausholen, denn die brauchen keine Bauzeit. Ihr seht es hier, die brauchen im Moment keine Bauzeit. Also die solltet ihr in jedem Fall immer machen, falls ihr neu auf dem Kanal seid. Und dann habt ihr auch immer wieder alle Bauarbeiter frei. Letztendlich Defenses, Ressourcen. Ja, die Ressourcen, bei mir zählen natürlich auch immer die beiden Bauhütten noch als Ressourcen dazu, die noch nicht da sind. Aber dennoch, okay, Goldmine... Goldmine und Elexmine. Dazu kann ich natürlich ein Lied zu singen. Also wenn ihr plant, das auch zu machen, Gold und Elexmine, die müsst ihr erstmal auf den Level ziehen der anderen. Und die anderen sind schon auf 10, ja. Ich wollte es nur sagen, das dauert, ich will nicht sagen, das dauert ewig, aber das dauert schon ganz schön lange. Nur, wir haben ja auch so ein bisschen hier was zu machen, denn wir haben jetzt im Moment... ich habe gar nicht 135. Ich habe hier gar nicht nachgebaut. Okay, ich habe gar nicht nachgebaut. Was? Mir fehlen 40 Truppen, das glaube ich gar nicht. Okay, mir fehlen echt 40 Truppen. Ich habe jetzt 135 pro Armeelager und bei mir müssen immer erst die Armeelager hoch. Armeelager hoch, damit wir die möglichst größte Truppenkapazität haben. Hier in Clash of Clans ist natürlich relativ teuer. Das heißt, wir verschwenden einen Bauarbeiter für 12 Stunden schon mal in das erste Armeelager. Jetzt haben wir gar nicht so viel Elex, aber haben viel Gold. Damit machen wir erstmal die Mauern so ein bisschen. Und hier seht ihr, wir können die jetzt die schon mit Elex machen. Ich golde sie aber schon mal ein, dann habe ich schon mal. Ja, dann habe ich die schon mal auf dem alten Stand. Und wir haben hier noch ein bisschen Clanburg, die wir hier rausschöpfen können. Und wenn wir die nächsten 700.000 jetzt nicht haben, dann gibt es natürlich nur zwei Sachen. Entweder wir farmen oder wir gucken hier rein. Ja, was ich ja auch nie mache. Wir gucken hier rein in die Ballonparade. Und hier gibt es auch ein bisschen Loot. Das heißt, der Loot sollte eigentlich reichen fürs zweite Armeelager. Wie viel soll ich machen? Several to first. Several. 1, 2, 3, 4, 5. Wann geht der Finger weg? Gar nicht, okay. Ah, jetzt geht der Finger weg, okay. Jetzt geht der Finger weg. Deploy multiple groups, okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ah, da steht ja sogar, wie viel man machen soll, ne? Okay. Aber sieht noch ganz gut aus hier. Gute Strategie auch in dem Rathausbereich. Und wir nehmen die letzten 1, 2, 3, 4, 5 gegenüber dem Archer Tower. Denn der ist noch mal recht nackig, beziehungsweise eigentlich ist auch der Wizard Tower recht nackig. Und ich glaube, wir schaffen das gar nicht, wa? Ja, wir schaffen das gar nicht. Ich fass es nicht. Ich war zu langsam, Leute. OMG. Wie peinlich ist das denn jetzt? Okay. 12 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wie peinlich ist das denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe zu Anfang nicht hingeguckt.
Wie viel wir dort gesetzt haben. Tut mir echt leid. OMG. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt kommen wir von allen Seiten, okay? Jetzt schaffen wir da auch die Luftabwehr. Schaffen wir die Luftabwehr. Wie gestern. Gott, ist mir das peinlich. Okay. Okay. Naja. Ja. So ist das manchmal. Aber so haben wir immer 125.000 gleich drin. Denn die gehen jetzt gleich auf die Minen und Sammler. Beziehungsweise auf die Sammler. Und dann können wir unser zweites Armeelager, denke ich mal, machen. Ja, 750.000 haben wir in jedem Fall gemacht. Und ihr wisst, mit Koboldfarm ist das eine Sache von Minuten hier oder so. Oder gar Sekunden, wo man... ich habe übrigens immer noch nichts. Löffel Zucker soll helfen, ne? Boah. Das sind so alte Hausmittelchen. Wo wir natürlich ruckzuck hier die 750.000 reinfarmen können. Oder aber auch mit dem Bonus aus der Liga. Alles geht hier letztendlich. Ich habe natürlich wieder zwischendurch telefoniert, aber wir haben das für unseren zweiten, wir haben die Challenge geschafft und wir haben das zweite Armeelager inne. Wo ist denn noch ein Armeelager da? 750.000 machen wir und dann gucken wir mal, 11 Stunden haben wir jetzt noch Zeit, dann holen wir noch was aus dem Shop raus, um die Zeit, sage ich mal, optimal zu nutzen. Eine Defense, die ein paar Stunden läuft, 3-3-6, okay, da unten haben wir nicht genug für den Air Sweeper. Ich würde gerne erst den Air Sweeper raus haben. Also gehen wir farmen, Leute. Wir gehen farmen. Obwohl das auch ein bisschen viel ist jetzt, ne? 400.000 in so einer Folge hier. Hm. Aber mal gucken. Oh, 157.000. Geiler Scheiß. Entschuldigt bitte, dass ich das manchmal so sagen muss. Ah, den haben wir nicht ganz gekriegt. Okay. Das ist dusselig. Das ist sehr dusselig. Okay, wir gehen hier trotzdem rennen. Und mal sehen, wo der Minenwerfer irgendwann mal hinschießt. Wir nehmen so ein paar Goblins hier gerne mit. Normalerweise könnt ihr das natürlich auch komplett Goblin-free machen, beziehungsweise Only Goblin. Das geht auch. Aber vielleicht holen wir ja noch ein Sternchen hier. Wir haben hier eine Luftabwehr. Wenn wir die doch wegmachen, wa? Dann kriegen wir hier... Das so, da noch ein paar da rein. Und dann schaffen wir hier sogar die 100%. So geht es, Leute. Okay, 400.000. Da haben wir schon drin. Ein Angriff, ja, so klar. So easy peasy geht das hier in den kleinen Bereichen. Und ich lasse ihn jetzt ruhig mal auslaufen, dann kriege ich den 3-Sterne-Bonus auch. Also ist aber auch so ein bisschen eine tote Base. Ich weiß gar nicht, warum es so viele tote Bases gibt. Das sind Leute, die Clash of Clans anfangen. Erstdorf, Zweitdorf, Achtdorf, lassen das dann achtlos liegen, bespielen das nie. Und die Dörfer gibt es immer. Die gibt es ja, die sind ja belegt und die gibt es immer. Würdet ihr es gut finden, wenn Supercell sagt, pass mal auf, wenn ein Dorf 2 Jahre nicht bespielt wurde, dann taucht das auch nicht mehr in den Statistiken hier auf und in den Dörfern, die du abfarmen kannst? Oder findet ihr das richtig, wenn die trotzdem immer noch da sind, egal wie lange sie existieren und womöglich gibt's das Konto nicht mehr? 800.000, okay. Womöglich gibt es das Konto nicht mehr, es gibt den Account nicht mehr und wir nehmen den Feger hier. Ups, sieht gut aus. Den rotieren wir mehr. Den könnt ihr ja schon rotieren. Ihr seht das an dem roten Kreis. Und da soll er später hinzeigen. Also sind wir hier auf jeden Fall auf dem richtig guten Weg. Und ich muss nur nachtrainieren. 135. Nachher war natürlich ein bisschen mehr. Also wir kommen erstmal auf 100, auf 150. Und dann im Rathaus 7 Bereich dann auf 200, meine ich. Ne? Oder kommen wir jetzt schon auf 180? Da muss ich mal nachgucken, ob die danach noch einen höher gehen. Okay, Nachtdorf haben wir auch. Was hat sich verändert mit Rathaus Level 6? Wir können den schütteligen Händler hier benutzen. Allerdings weiß ich gar nicht, warum ich den noch nicht nehme. Achso, den können wir erst ab Town Hall Level 8 nehmen.
Aber mit Raid Medals könnten wir jetzt schon was machen, okay? Raid Medals habe ich natürlich noch gar nicht. Alles klar. Wir brauchen einen Clan. Ihr seht, ich habe gar keine Raid Medals, aber es gibt den Händler schon mal. Das ist eine Sache, das wusste ich nicht. Ja, das wusste ich nicht. Es gibt natürlich hier nach wie vor den Pass. Und ab Rathaus Level 7 wird auch der Pass hier im Normaldorf freigeschaltet. Oder wird er nicht jetzt schon freigeschaltet? Ne, Clanspiele sind's. Die sind frei, ne? Clanspiele. Find a Clan. Oh, fuck. Ich gehe in die Rattenbande. Yes. Ich bin ein Member der Rattenbande. Geil. Okay, eins von 32, aber egal. Haben die noch Clanspiele zu machen? Oh, die müssen noch Clanspiele spielen, okay? Wir können uns natürlich den größtmöglichen Reward nehmen, wenn ich mal in einen meiner Clans anfrage. Search Clans. Einer meiner Clans ist free to play. Search. Da gibt es auch nur einen. Und den kann ich gar nicht joinen, weil ich zu low bin vom Rathaus-Level. Okay, stelle ich gleich mal runter. Alles klar. Ja, so kann man sich selber helfen. Okay, also klein aber mein oder klein aber fein. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Wir sind heute Abend natürlich live mit Clash, Leute. Das vergesse ich nicht. Und guckt einfach rein, dann seht ihr auch, wie ich so ein bisschen live ticke. Ich meine, das, was ich hier jetzt mache, ist ja so halb live. Aber das, was wir dann immer an den Abenden machen, ist natürlich tutu-kompletti live. Sieht auch ein bisschen anders aus, fühlt sich ein bisschen anders an. Ihr könnt viele, viele Fragen stellen. Ihr könnt mich löchern, ich gebe euch Antworten, gebe immer ganz gerne so ein bisschen was aus meinem super, super alten Leben preis, also so Lebensweisheiten, die ich dann euch jüngeren Leuten mit auf den Weg gebe. Ich weiß, ich muss jetzt schon wieder lachen. Stimmt natürlich nicht, bin ja selber jung geblieben. Ich hoffe, ihr bleibt auch weiterhin cool und jung. Bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit, Leute. Euer Toto. Flasht.